von ihm. Ja. Das haut bestimmt voll weg. Ja, doch. Das wird auf jeden Fall nicht. Ruhe, es beginnt! Ich wollte ja anfangs mit einer rhetorischen Frage anfangen, die da lautet: Wer kennt Vampire Song 1 noch nicht? Aber inzwischen weiß ich, dass wir den eigentlich noch nicht kennen. Okay, ich möchte eine ganz kurze Zusammenfassung geben, die meisten Stellen nicht berücksichtigt, aber nur damit ihr einen ungefähren Eindruck über das Spiel bekommt. Also, Vampire Stone 1 ist eigentlich ein Spiel, das grob gesehen um zwei Personen handelt. Valner, ein Kämpfer, und Aska, ein stolzer Schlossbesitzer mit dem Nachteil, dass er ein Vampir ist und zudem noch ein ziemlicher Sadist. Das war einer der größten. Ja, beide teilen ein gemeinsames Schicksal. Beide haben sich in eine Frau verliebt, also nicht in dieselbe Frau, sondern in jeweils eine Frau verliebt. Und beide konnten nicht verhindern, dass diese Frau ums Leben kommt. Bei Valner ist es so, dass seine Frau, also der war mit ihr schon verheiratet, von einem Unbekannten massakriert wird. Bei Aska ist das etwas komplexer gewesen. Seine Frau saß in einer Irrenanstalt, sprach kein Wort und wurde dann letztendlich von den Dorfbewohnern auf den Scheiterhaufen gebracht mit allen anderen Insassen der Irrenanstalt, weil sie meinten, sie hätten eine ansteckende Krankheit, wie man das so halt mit Irren macht. Das wissen wir alle. Ja. Am eigenen Leib. Ja. Ich spreche aus Erfahrung. Was Aska mit den Dorfbewohnern dann gemacht hat, will ich lieber mal nicht sagen, nur dass das Dorf nachher Menschen. Das macht der Spieler. Ja. Beide treffen sich, was Konsequenzen hat. Eine etwas positivere für Aska, der mit Valners Blut nun seine Freundin Elaine wiederbeleben konnte. Eine etwas negativere für Valner, der das Blut dafür opfern musste und dadurch selbst ein Vampir wurde. Der größte Teil des restlichen Spiels bezieht sich unter anderem damit, was es heißt, ein Vampir zu sein. Also die dunklen Abgründe, die sich damit auftun. Und natürlich gibt es auch eine weitere Geschichte, die ich jetzt nicht unbedingt wieder aufgreifen will, nur so viel. Ein Aspekt des Spiels war es, dass es vor ein paar hundert Jahren davor, also bevor die eigentliche Geschichte stattfand, ein Kreuzzug gegen die Vampire gab, der durchgeführt wurde, bis scheinbar kein Vampir mehr übrig war. Mit der Folge, dass es zwar noch Vampire gibt, aber halt nicht mehr allzu viele in dem Spiel. Dieser Kreuzzug wurde angeführt von einem gewissen Vincent Baynard, der war ursprünglich ein Prediger, hatte sich mit diesem Kreuzzügen einen gewissen Ruf erlangt, sehr viel Einfluss, sehr viel Macht, denn bis am Ende konnte er sogar mit dem Papst konkurrieren, bis er auf einmal Spurlos verschwand. Vincent Baynard war ein sehr ehrgeiziger und gewissenweise auch skrupelloser Mann. Das merkt man am Ende des Spiels, als sich herausstellt, ironischerweise herausstellt, dass es Vincent Baynard selbst war, der die Vampire erst auf die Welt gebracht hatte. Mit Hilfe eines alten Zauberbuchs, das in einer uralten Schrift verfasst worden ist, hat er sich selbst zum ersten Vampir gemacht und damit die neuen Generationen von Vampiren herausgezüchtet, nur damit er sie, wie es sich gehört, später auch abschlachten konnte, um so seinem Ruf als Weltenretter gerecht zu werden. Natürlich, die Party hat das am Ende herausgefunden. Vincent Baynard wurde auf obligatorische Weise im Kopf kürzer gemacht. Das Zauberbuch war nun besitzerlos, was wiederum dazu geführt hatte, dass Aska ziemlich durchknallte und seine eigenen Welteroberungspläne hatte, mit der Folge, dass auch er in Kopfkürze gemacht worden ist. Und zwar von Valner und Elaine zumindest. Wurde die Möglichkeit, dass man mehrere Wege gehen konnte. Man konnte sich zu einem guten oder einem bösen Vampir entwickeln. Man konnte Elaine auf seine Seite ziehen oder sie bei Aska schworen lassen und nachher mit. Vampire Stone 2 basiert auf einem sogenannten fünften Geheimende, einer Variation eines der vier Enden, wo beide letztendlich versuchen, ein neues Leben zu beginnen. Ihr größtes Glück fehlt ihr jedoch noch, und zwar eine eigene Tochter. An dieser Stelle greift Vampire Stone 2 an, nur geht das Spiel am Anfang erst nochmal etwas zurück, also in die Zeit von Vampire Stone 1, nur in einem völlig anderen Ort, einen kleinen jüdischen Ort namens Tarik, wo ein kleines Mädchen namens Nyria, ein sehr aufgewecktes Mädchen, es hat die unangenehme Angewohnheit, immer mal wieder mit Brustmessern zu spielen, was die Mutter ziemlich aufregt, aber ansonsten ging es beiden eigentlich gut. Der Vater ist nicht mehr verfügbar, sagen wir es mal so, die Mutter ist schwanger. Und jetzt brauche ich einen Namen.
Oh ja, na, 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 na. Ja. Okay, wann bin ich schon weit? Ja, sie hatte eine Freundin namens Jona, mit der sie sehr oft gespielt hatte. Und eines Tages, jetzt muss ich mal. Jetzt fange ich an hier. Also, ich werde gleich machen. Extended Edition. Ja, 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 ja. Also eines Tages kam die kleine Lyria etwas spät nach Hause, also etwas sehr spät, es war schon ziemlich schwarze Nacht, hat sie schon Sorgen gemacht, welche Ärger sie wieder von ihrer Mutter kriegen wollte. Es hat gewittert und gestürmt, aber der Ärger mit ihrer Mutter sollte es nicht sein, der ihr Herz stillstehen lässt. Also das ist die Kleine und fangen wir einfach mal an. Haben nicht mehr gelebt, um davon berichten zu können. Lepers von Einspieler wissen sicherlich, wer das gewesen war. Es waren natürlich die Truppen von Rainer, Alain und natürlich mit dem Hauptinitiator, dem wie gesagt ziemlich sadistischen Aster. Doch das alles, auch die Sorge davon, ob Lyria noch am Leben ist, weil von ihrem Krieg überhaupt nichts stand, sollte Jainas geringstes Problem sein. Denn ein paar Tage später
kamen zwei Unbekannte. Oder einige Zeit später, ich würde sagen, einige Wochen später kamen zwei Unbekannte in die Stadt. Es sind Rainer und Elaine. Nun sind wir wieder an der Stelle angekommen, wo wir bei Mörderheim zu Ende ist. Haskell ist tot, beziehungsweise Fritz hat seinen Existenz als Blutgeist angetreten. Blutgeister ist quasi das, zu dem ein Vampir wirft, der stirbt, eine Seele, die auf ewig leidet. Und wie gesagt, Rainer und Elaine wollten ein neues Leben führen und suchten eine Tochter. Und wie das Schicksal so will, traf diese Wahl auf Gina. Bevor sich jetzt jemand wundert, warum hier die Vampire mit dem Tageslicht stehen, das Brennmeister dort, also zumindest die meisten wissen es ja sowieso ziemlich normal. Es hängt von den Generationen ab, in der ein Vampir existiert. Also ein Vampir, der direkt von Vincent Vella damals zum Vampir gemacht wurde, war ein Vampir der ersten Generation. Ein Vampir der ersten Generation zum Vampir gemacht wurde, ist einer der zweiten und so weiter. Und erst die der späteren Generation scheuen das Licht und die der achten Generation und höher, die bringt es dann auf. So, falls es einige noch nicht kennen oder dies noch nicht kennen, das hier ist das Aktionssystem für NPCs. Man kann mit einem NPC reden, man kann seine Gedanken lesen, man kann ihn in ein Vampir verwandeln. Okay, reden ist uninteressant. Man kann ihn in einen Gegenstand verwandeln, damit ist der NPC natürlich weg. Ja, also man sollte das vielleicht etwas mit Vorsicht genießen, weil wenn man sich damit sein Schattenfest wegbombt, ist es nicht so gut. Man kann einen Menschen auch aussaugen, weil viele brauchen nur mal Blut zum Überleben. Okay, entscheiden wir uns mal fürs Gehen. Diese Person ist nicht sonderlich interessant. Und gehen jetzt Jaimas Mutter besuchen, der wir eine Brille zurückgeben sollten, damit sie uns verrät, wo ihre Tochter ist. Jaimas Mutter hat natürlich keine Ahnung. Und wie man sieht, ist Jainas Mutter und damit auch Nyrias Mutter schon etwas älter geworden. Sehr oft sehen, weil wir sehr oft versenden müssen und die ganzen Text dauern.
Nochmal eben ein bisschen näher. So. Also, was ihr jetzt schon mal sehen könnt, ist das oft kopierte und immer wieder erreichte Nachlaufskript. Was vielleicht etwas interessanter ist, ist das Augenzwinker-Skript, das auf alle Figuren und auch im Laufen funktioniert. Vielleicht kann man das mal irgendwie. Der Lauf sieht man schlecht an der Leinwand. Ja, im Stehen kann man es vielleicht auch mal sehen. Vielleicht fällt sich mal Alex noch ein paar andere Sachen einfallen lassen, die also die anderen Bildchen auch malen. Ja, genau. Aber betreten wir doch mal den ersten Ort. Wir wollen ja sehen, wie so noch ein Weltuntergang die Landschaft aussieht, nicht? Oh ja, brauchen wir einen anderen Landbewohner. Gehen wir mal zu einem bekannten Ort aus Vampire Thorn 1, Melsheim. Wer sich vielleicht noch daran erinnern kann, was das für ein Ort war. Es war der Ort, wo Walner seine erste Feuertaufe als Vampir halten musste. Oder stehen musste. Also ich muss jetzt ein bisschen versuchen, euch Illusionen zu geben, als könnte ich nicht über Tisch und Stühle laufen. Das ist okay, dann kann das. Okay, es wird ja noch. Ey, Schnee näher? Wir gehen euch jetzt nochmal zu einem bekannteren Haus. Ja. Das Haus werden die Vampire Thorn 1 Spieler sicherlich noch kennen. Der Aufbau ist übrigens weitgehend derselbe, der Stadtaufbau. Die Häuser stehen immer noch da, wo sie sein sollen. Ihr kennt diesen Ort. Der berühmt-berüchtigte Balkon mit der Feuertaufe. Ja, ein bisschen mehr wegreißen. Das ist aber auch schön. Da kann man jetzt ja runterfallen. Ja, eben. Das ist doch. Ich auch auf den anderen Glauben. Wo bin ich jetzt an der Stelle hier? Wir sind so, wer Vampire Thorn 1 gespielt hat, wird sicherlich wissen, dass es im Menü, im Standardmenü, einen Gegenstand gab, der ebenfalls Menü hieß. Das war uns das Nebenmenü enthielt, wo man bestimmte Zusatzinformationen abgeben konnte. Das werde ich euch jetzt auch mal zeigen. Was gibt es hier auch? Das sieht nicht mal so aus. Wo wir schon mal dabei sind, schauen wir uns doch einfach mal die Weltkarte an, wie sie sich verändert hat. Naja, nicht gerade zu positiv, also alles ziemlich kaputt. Zerfallen und auseinandergerissen. Schlecht für die NPCs dort, gut für den Spieler, ja, dass er sich eine neue Welt hier erfunden kann. Hier kann man auch ein bisschen rumspielen, es macht natürlich jetzt nicht sehr viel Sinn. Weil die Karte an sich noch gar nicht funktioniert. Man kann ja auch die Musik noch einstellen. Kennen wir auch alle. Das wird die Leitrichtung. Das typische Textsystem, da werde ich weiß nicht weiter rum angreifen. Man hat dann fertig für die einzelnen Punkte. Natürlich das typische Aufgabenmenü. Und Aufgaben, natürlich. Okay, ich glaube, wir lassen jetzt das Nebenmenü sein und schauen uns den zweiten Ort an. Auch ein Ort, der aus Vampire Thorn 1 bekannt ist, eine Pyramide. Die Pyramide mit einem bekannten Gesicht. Pharao Ustra. Ja, wie ihr seht, es ist rechtlich still, was natürlich trivialerweise heißt, dass wir keine Hintergrundmusik haben. Ihr habt hier schöne Panorama-Effekte, da ja, können wir auch mal durchgehen. Herr Möb, da war eine Webseite. Ja. Wo? Jetzt unten noch unten. Ich möchte euch zu einer ganz bestimmten Stelle im Spiel führen.
Natürlich, die Geheimgänge sind auch wieder die gleichen. Nur die Schalter sind etwas anders platziert und öffnen unter Umständen einfach Türen. Also wer... wer Wimper ist dort einfällt, würde sich hier so ziemlich zu Hause fühlen und die Pyramide im Schlaf meistern. Hören wir mal von den zahllosen Kämpfen, die sie eigentlich geben sollte, absieht. Weiter. Ich möchte euch zu einer Stelle führen, wo es eines der, naja, in dieser Demo einmalig vorhandenen Puzzles gibt. Vielleicht könnt ihr es lösen. Das hat niemand gefragt. Also interaktive Präsentation. Das Grün, die Grün, die Grün, Grün ist böse. Das ist die Grün, das ist die Grün. Grün ist böse, ist auch klar. Grün böse, ja. Okay, ihr seht hier ein Feld. Auf das, wenn man geht, ist es grün färbt, die Tür ist hier geschlossen. Wenn man zurückgeht, färbt sich auch wieder zurück. Hier ist der Reset-Schalter. Das Rätsel lautet 6 plus 9, ohne 6 und ohne 9. Ui, ja. Ja. Los, das ist einfacher als ihr denkt. Eine Acht. Ein Pluszeichen machen. Ja, genau. Pluszeichen machen, und wollen wir schauen. Ja, 4. Oh. Okay, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir noch das aufschreiben. Jetzt wird es wieder so die Zeit. Wir haben es auch nicht. So, kommen wir wieder zu einem neuen Menü. Wir Vampirestone 1 sind natürlich auch Vampirestone 2, die Vampire mächtige Zauberer. Nur, dass sich das Zaubersystem hier leicht verändert hat. Es wurde durch ein Grundsystem ausgetauscht. Das sieht so aus. Vielleicht wird bei einem oder anderen Breath of Fire 3 Spieler so gerade ein kleines Leuchten über dem Kopf sichtbar sein. Dieses Runensystem ist natürlich eine Art Zaubermix-System, wo man aus einzelnen Elementen Zauber herstellen kann. Das hier ist nur ein Beispielzauber, also ob schwarzes Blut jemals im Spiel vorkommt. Sagen wir dahingestellt, welche Wirkung es hat, hier jedenfalls keine. Man kann hier beliebig schön mixen. Hängt natürlich davon ab, wie mächtig man ist, wie viele Runen man gleichzeitig einsetzen kann. Je mächtiger man ist, desto mehr Runen kann man natürlich einsetzen. Ihr solltet euch nicht der Illusion hingeben, dass ihr alle Zauber vorkauen kriegt, also sozusagen in Zauberbüchern oder in Schriftrollen bekommt. Ihr werdet vielleicht einige Zauber nur dann finden, wenn ihr einfach mal ein bisschen rumprobiert. Da ist natürlich ein bisschen Logik verbunden. Kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Und zwar aus Ansetsu. So. Nee, Luke, du hast ja von Matrix gegeben. Das ist ja auch. Also das war das nächste Video. Wir kommen jetzt zum nächsten Ort. Das machen wir auf Landing. Der erste Ort, der im Vampirestone 1 nicht existierte. Eine nette, flauschige Vulkangegend. Eigentlich ist es in dieser Vulkangegend das Ziel. Ja, auch hier kann man wieder über alles laufen. Walner Firewalker. Ja. Yeah. In dieser Vulkangegend ist es eigentlich Ziel, einen Drache zu finden. Es soll eine, sagen wir mal, Gastrolle sein und nein, ich bin es nicht. Es gibt hier andere Fragen? Dragon. Dingsy. Dingsy. Der war kein Dingsy. Ich muss erst mal sehen, wo ich dann glaube. Ich wollte euch auch nicht sehen, wo ich bin. Einfach. Das
Du hast ja einfach coole Schuhe einfach. Die Höhle habe ich, es gibt verschiedene, ganz viele Höhlen in dieser Gegend, da habe ich ausgesucht, weil es die tiefste ist und ein paar nette Nebeneffekte hat. So, wer hier Brücken gebaut hat, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das war der deutsche Staat. Der braucht dann noch Strim. Natürlich auch gibt es hier wieder schöne Panorama-Effekte. Diese Map, die unten da gezeigt wird, genauso wie bei der Pyramide, ist natürlich die Original-Map, die man nach ablaufen muss. Also man kann hier schon ein bisschen schmulen. Und ich sehe gerade hier völlig falsch, aber ich sehe gar nicht hier aus. Ja. So, kommen wir wieder zu einem neuen Feature, wie Vampire Stone 1, weil wir gehen in Vampire Stone 1, braucht natürlich ein Vampirmagier, um Vampirmagie ausführen zu können, jede Menge Blut. Also Blut ist quasi der Ersatz für die Magiepunkte. In der alten Vampire Stone 2 Demo gab es keine Möglichkeit, jemanden wirklich auszusaugen. Da hat sich, malig vielleicht etwas mehr Mühe geben wollen. Was jetzt kommt, ist noch nicht ganz ausgereift. Man sieht noch nicht die Blutwerte der einzelnen spielbaren Charaktere. Aber schaut es euch einfach selber mal an. Mit sauberen Zähnen fängt man an. Man muss normalerweise nicht einen Menschen komplett aussaugen. Also das Wichtige ist auch mal. Und Folge Sabbat hört man wieder auf. Mein Mensch und Ex. Super Fake-Gegner drauf. Auf zum nächsten Ort. Dieser Ort ist Ortun, ein kleines Waldstädtchen. An dieser Stelle möchte ich mich gleich mal bei Björn entschuldigen. Der sicherlich schon mit verzweifeltem Gesicht die Blätter, die Blätteranimation sieht. Mal wieder was nachgemacht hier, nicht? Ja. Ich denke mal weniger. Ach, du hast es nicht gesehen. Oh. Ja. Siehst du, das ist sicherlich geklärt. Das ist also, ein bisschen mal die schöne Gegend zeigen, ne? Wunderbar. Nein, das ist keine Techno-Disco, das ist nur ein Schiff. Das sieht ziemlich langweilig aus. Das ist ein neues Konzept, um die Leute in die Klinik zu machen. Genau. Wir haben ein bisschen was geändert. So, bald mal Zeit. Ja, ruft jetzt schön grüßen. Jetzt wissen wir endlich, wo Rudi auf Urlaub ist. Genau. Oh, ob die noch original übernommen werden, weiß ich nicht. Sah auf jeden Fall schon rund aus. Vielleicht sollte ich Malix mal ansprechen, dass er sie etwas realistischer einsetzt. Nee, ich fand das Grunde nicht schlecht. Schön sauber, wenn es wäre schön. Gut, gehen wir auch mal hier wieder raus. Ja. Nebenmenüs, Vampire Stone 2 ist voll von Nebenmenüs und was ist da natürlich schöner als noch ein Nebenmenü? An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei Dan entschuldigen, der sicherlich gleich Wein zusammenbrechen wird. Wenn er das hier sieht, da ist er schon wieder. Ich könnte ihn jetzt eigentlich fast wortwörtlich aus der Mittel- und Schmähkampessen zitieren, was man hier alles machen kann. Also von Schlösser knacken natürlich, von einfachen Wissen zu Unterstellen. Ganz starken Schlössern. Inkognito. Sogar die Stufe 1 bis 3. Ja. Der Führer, der Bogenkampf des Hülliger Spieler, der zum Führer, sage ich mal, etwas nicht, der allein ist, der Oberst von Burg, der dazu nicht, Bogenkampf kommt noch, man kann natürlich geheime Gänge finden. Ja, oh. Ja,
Alte Sprache! Oh. Ja. Wer hätte es erst präsentieren sollen? Die Steuern hat aber das hat mit dem Bogenkampf zu tun, dazu sage ich auch noch erstmal nichts. Das geht das auch, hat er nicht. Besseres Blutaussaugen. Das heißt, original für Kämpfe gedacht, natürlich Kriegserhöht, Angriffskraft, Zaubermeister erhöht, magische Kraft, starke Rüstung durch die Verteidigung und der Hase erhöht Geschwindigkeit. Kann er nicht die Fallen erhöhen? Fallen finden, Schafen, ja, Schlappenzunge, entsprechend das Lügen von Leichtgläubigen zu fanatisch ungläubigen Menschen. Natürlich das Kartenlesen. Was gibt's sonst noch Schönes? Natürlich soll man auch früher die Reise lenken können. Was hat man nicht alles Schönes? Entdecken von Schätzen und Geistern. Jagen kann man auch, oder besser gesagt schlachten. Je besser man ist, desto mehr mal eine kleine Beachtung der schönen Kristallanimation. Das hat also mit dem Rollenspiel, Vampire Masquerade, da gibt man die Fledermausverwandlung, je nachdem wie viel sie kostet, von sehr viel bis gar nichts. Und natürlich die bessere Heilung, alles schön, aber ich muss sagen, Dance Venue ist tapensvoll. Eigentlich ist es ja Julian jetzt. Oh Mann, jetzt bist du tot. Die Ideen werden halt kopiert. Dürfen wir diese Zeit fortwerfen? Das kommt jedes Jahr von Diablo. Ja. Gehen wir zum vorletzten Ort. Wieder mal eine olympische Stadt. Namens Mesto und ausnahmsweise mal mit Hintergrundmusik. Wie man sieht, gibt es schöne Wasserfälle, schöne Seiteneingänge, etwas selten ein Kreuzspiel. Ja, sehr kostbar. Ich wollte einen Fox-Black danach nochmal machen, das kann ich aber gleich schön. Das ist übrigens keine Herberge, das Schild ist falsch. Nein, Statisten, die sagen nicht, sie werden nicht fürs Leben bezahlt. Was steht denn IHH? Es sollte INN sein. Es ist ein Schild, das eigentlich nichts zu suchen hat. Ja, das kann sich leben lassen, wenn man permanent die Tageshelligkeit möchte. Zumindest in dieser Demo. Von idyllischen Häusern gehen wir mal zur idyllischen Umgebung. Gibt es diesmal Extrapunkte, wenn man ganze Dörfer nervt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Bogenerobungssystem, was ich gleich zeigen werde, wird ein paar Fragen vielleicht nicht beantworten, aber abnehmen, weil sie dann keine Bedeutung mehr haben. Wunderschöne. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass Höhlen mehrere Stockwerke haben, in denen jemals Seen zu finden sind. Das ist auch in jedem Stockwerk so hell. Den Lärm machen hier die Wasserfälle. Natürlich. Mesto ist eine, sagen wir mal, äußerlich sehr schöne Stadt, eine eigentlich schon zu schöne Stadt. Das heißt natürlich, dass irgendwo innen drin der Boden drin sein muss. Was man merkt, wenn man ein Sidequest hier ja ausführen will, wo man einen Dieb verfolgen muss, der sich, ja, man könnte sagen, unter der Stadt auffällt, wo die Stadt dann so in gewisser Weise ihre andere Seite zeigt, nämlich diese hier. Aber die Kanalisation hat die Wege geklaut. Man beachte das leuchtende Lichtspendewasser. Ich will auch leuchtendes Lichtspendewasser. Es ist übrigens interessant, dass bei der Rechner dieser MIDI nach der ganzen Präsentation genauso schief abgespielt wird wie bei mir. Normalerweise, wenn man sie hätte sofort gestaltet, würde sie etwas anders mal hören. Ich finde, die passt eigentlich zum kurzen Ambiente. Und dadurch hat sie so krank klingt. Ja, genau. Weiß sie krank klingt. Ja, so. Es sollte eigentlich nicht so krank klingen. Alfred Hitchcock kann ich das lassen. Obwohl ja, es hat einen gewissen Charme, wenn man es so verzerrt hat. Ich finde, das passt ja super zum Ambiente. Hallo!
Luigi, gehen wir mal weiter. Kommen wir zum nächsten und vielleicht interessantesten System in dieser Demo. Noch ein Menü. Ein Menü nicht, ein System. Malex wurde kritisiert, dass wenn man so ein so offen war, man konnte überall hin und wusste nicht wohin. Ja, in Weltmeisterin 2 hat er das etwas besser strukturiert. Die einzelnen Kontinente oder Länder sind nur dann wirklich hundertprozentig durchspielbar, wenn man vorher, sagen wir mal, den ehemaligen Regenten des Landes aus einer guten Schule vertrieben hat. Erst dann kann man das Schloss besuchen, das dann wirklich ein eigenes Schloss ist. Man kann unter Umständen erst dann in die Städte rein, jetzt ist man der Besitzer der Stadt. Jetzt kann man sogar auf diese Stadt Steuern erheben. Das ist die, eine der wichtigen Methoden, um im Weltmeisterin 2 an Geld zu kommen. Also je mehr Menschen man Geld kriegt, desto reicher wird man. Und jetzt macht auch dieser Menüpunkt Steuern erhöhen Sinn. Schatzmeister. Ja. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Also, der rote Bereich ist das Land, das einem selbst gehört. Die Stadt dazu und das Schloss natürlich, also die kleinen roten Häuser stehen für die Städte. Die blauen Schlösschen stehen halt für Schlösser, für was auch sonst stehen. Die anderen Farben sind halt Bereiche, die einem nicht gehören. Die Farben geben Anhaltspunkte auf die Stärke der Gegner. Also in den gelb-grünen Bereichen, also hellgrünen Bereichen, findet man eher Krieger, die etwas schwächer sind. In den dunklen Bereichen muss man es vielleicht mit Magiern zu tun haben. In Vampire Storm 2 kann man sich seine eigene Truppe zusammenstellen. Im Prinzip besteht die Truppe aus zwei Typen von Kämpfern. Einmal die Schwachen und einmal die Starken. So einfach. Ja, es ist nicht nur so, dass die Schwachen schwach sind, sondern die Starken stark. Die Schwachen sind anders zu bekommen als die Starken. Also die Schwachen, die bewerben sich, die kann man anheuern, die kann man bezahlen, die kann man größtenteils beliebig beziehen. Die Starken sind limitiert, die kriegt man nur durch Umwandlung. Und wenn ein NPC einmal weg ist, dann ist er weg. Das ist natürlich daher sehr wichtig für die Kampfstrategie. Fängt man zum Beispiel erst mit den Starken an und wechselt auf alles los, mit dem Risiko, dass die dann alle wechselt. Dann hat man den Kampf gewonnen, das ist natürlich ein sehr hoher Verlust. Oder fängt man erstmal mit den Schwachen an, die als Kronenfutter zu missbrauchen, im Wissen, dass man nach der Zeit sowieso wieder dran hat. So, ich gehe mal einfach auf die anderen Schlösser. Ihr seht, die Zahlen ändern sich, also hier werden die Buchnamen gezeigt. Nazca Schloss ist jetzt momentan eine repräsentative, vielleicht eine ganz repräsentative Menge von 40 pro der Untertyp an Kampfeinheiten. Diese sitzen natürlich sehr gut, weil so diese sitzen kann man mit denen nichts anfangen. Also muss man sie erstmal in die Reserve holen. Ziehe ich also einfach mal ein paar Kämpfer ab. So, von den 5, von denen nur 2. Diese Reserven kann ich jetzt überall draufpacken. Und ich gehe einfach mal ins nächste Nachbarbereich und packe sie jetzt alle drauf. Das war das 0, das war das 0, das 0. So. Ihr seht jetzt eine kleine Statistik. Diese Stärke ist die Gesamtstärke aller Kämpfer. Sie kann trügerisch sein. Also ich sehe jetzt momentan sehr viel stärker aus als mein Gegner. Das hat aber nichts zu sagen. Es sagt ja nichts über die Anzahl der Gegner aus. Es kann ja sein, dass es lauter Gegner 120 Gegner sind mit einer Stärke von 1. Es kann aber auch sein, dass es ein Gegner ist mit einer Stärke von 120. Also müsst ihr aufpassen. Ja? Also oben bei den Schwarzen habt ihr ein paar sehr schwache Einheiten, die machen sich dann fertig. Angeblich sehr schwache Einheiten. Weil man alle starten, ja. Machen wir wieder starken Voller. Ja, aber das ist gar nicht so.
Also ich habe gerade zwei Werwölfe verloren, wie es aussieht. Und tada! Die Landschaft wird rot und man kann jetzt das Schloss besichtigen. Ich werde jetzt hier rausgehen und ein Schloss besichtigen, aber nicht dieses, sondern ein anderes. Damit ihr mal seht, wie das aussieht. So könnte ein Schloss aussehen. Das ist in diesem Fall das Schloss Rakar. Und dann gehen wir rein in die gute Stube, in die jetzt eigene gute Stube. Gehen wir mal runter. Gut, hier unten sieht es nicht ganz so aufgeräumt aus, weil es einfach damit zusammenhängt, dass ihr das nicht mehr das eigentliche Schloss ist, sondern das Dungeon. Gehen wir mal einfach wieder zurück. Das ist uns hier nicht so interessant. Gehen wir mal hoch. Schauen wir mal, was da los ist. Hallo, ist hier jemand? Natürlich nicht. Also die Präsentation ist gleich vorbei. Schauen wir uns das einfach mal hier an. Das könnte ein Besprechungsraum sein. Hier vielleicht das Denkzimmer, wenn wir mal allein sein will, das neue Schloss hier. Und mit diesen schönen Bildern gebe ich ab an den und meine Präsentation ist jetzt vorbei.